Auch aus dem Vogtland waren Unternehmer auf der Messe mit dabei. Die Firma ELB Elektrik Gebäudetechnik GmbH Auerbach ist mit 46 Angestellten und 9 Lehrlingen nicht nur deutschlandweit unterwegs. Also wir sind die Firma Elektrik ELB GmbH Vogtland aus Auerbach. Ich bin der HBA, der Geschäftsführer. Und wir suchen händeringend Fachkräfte, Lehrlinge, Elektromeister, Ingenieure, die uns die Arbeit erleichtern oder die Zukunft mitgestalten. In welchen Bereichen sind Sie genau tätig? Elektrotechnik im Großen und Ganzen. Wir sind europaweit unterwegs. Wir arbeiten in Deutschland weit, in England, in Holland, Österreich, demnächst in Luxemburg. Und machen halt nicht, sagen wir, das Eigenheim von der Tante Emma nebenan, sondern sind auf Großbaustellen, auf interessanten Baustellen, im Flughafen Stuttgart, zurzeit bei BMW in München, sind in England, sind unterwegs. Also das Wichtigste bei uns in der ELB ist, dass wir also keinen Wohnungsbau machen, keine Krankenhäuser, das, was die anderen alle machen. Wir haben es wirklich spezialisiert auf Parkhäuser, alles, was mit Parkhäusern zu tun hat. Parksystemtechnik, Videotechnik, Notruftechnik, Brandmeldeanlagen. Wir planen unsere Anlagen selber. Wir suchen auch Ingenieure, die im Büro wirklich die Zeichnungen machen mit Planen. Wir sind vom ersten Tag bis zum letzten Tag auf der Baustelle. Wir betreuen die Kunden von Anfang bis Ende. Ja, wir haben große Auftraggeber, die uns seit Jahren die Schange halten, wo wir eng zusammenarbeiten. Und gerade in der Parkhaustechnik ist demnächst so viel Umwandlung da, dass wir unbedingt da innovativ sein müssen. IT-Techniker brauchen viel Programmieren, Videotechnik, Notruftechnik. Also nicht bloß den Elektriker schlechthin, bei uns wirklich interessante, saubere Arbeit. Wir bilden ständig aus, das schon seit Jahren, sind auch schon ausgezeichnet worden, weil wir das so schön machen. Und die meisten Lehrlinge, die bei uns lernen, schaffen ihren Beruf und werden dann auch auf alle Fälle übernommen und kriegen dann sofort bei uns auch Aufstiegsmöglichkeiten. Wir haben Leute, die haben 2 Jahre machen die Elektriker, dann sind die schon Obermonteur und leiten jetzt zum Beispiel große Baustellen wie das BMW-Parkhaus. Wer sich diesen Herausforderungen stellt, daraus ergibt sich automatisch, dass er in der Welt herumkommt. Sie bilden aus. Die jungen Leute haben eine Chance, dann auch bei ihm im Unternehmen weiterarbeiten zu können. Auf alle Fälle. Also die Lehrlinge, die bei uns arbeiten und gut sind, werden auf alle Fälle übernommen. Europaweit muss nicht sein. Wer nicht nach England will, muss nicht. Aber sonst in Deutschland gibt es genug Arbeit. Bei uns herrscht, sag mal, ein familiäres Umfeld. Meine Frau macht die Buchhaltung. Bei uns kommen die Leute, sagen wir, freitags gerne rein. Die reden mit uns, weil man halt auch mal über das Kind und über die Oma reden kann. Und also auf alle Fälle fühlen sich bei uns die Leute wohl.